Willkommen bei sozialen fachlichen Betreuung. Jetzt geht es um das Thema Hobby. Jipp. Kinder und Jugendliche und Erwachsene haben Hobbys, die man als betreuende Person unterstützen sollte, sofern es im Rahmen bleibt. Beispiele für Hobbys sind zum Beispiel PC, Fußball, Angeln, Spielen, Lesen, Musik hören, Kochen, Bahn fahren, Fahrrad fahren. Was ich damit erlebt habe, bei vielen Kindern ist das große Hobby, also zumindest bei denen mit Beeinträchtigung, ist zum Beispiel Bahnfahren. Bei denen ohne Beeinträchtigung ist Handy spielen, Konsole, PC. Da sollte man aber ein bisschen aufpassen. Wenn man Hobbys unterstützt, sollten das keine negativen Hobbys sein. Zum Beispiel, man sollte nicht unbedingt permanent mit denen als betreuende Person, mit seinen Schützlingen, Klienten, Patienten, je nachdem, in welcher Einrichtung man ist, dann Konsole spielen, Fernsehen gucken oder die ganze Zeit am PC spielen. Man sollte was Nützliches machen. Man sollte vielleicht auch Hobbys verstärken, die noch nicht groß Hobbys sind. Zum Beispiel kochen, zeichnen für die Fingerfertigkeit, Fahrrad fahren, das Sportliche an der ganzen Sache. Man kann auch mal Filme schauen oder auch spielen. Ist auch eine Möglichkeit. Haushalt jetzt sollte man auch machen, ein bisschen was zeigen oder erklären. Aber das so ist so die Sache, Haushalt ist so, was so nebenbei läuft. Wenn man jetzt zum Beispiel sowieso kocht, kann man dann sagen, der Schwamm ist dafür da, dass das Waschbecken sauber gemacht wird. Ist nur ein Beispiel. Ja. Man kann auch zusammen Musik hören. Einfach nur hören. Ja, spazieren gehen. Ist auch eine super Angelegenheit. Oder basteln. Das ist für die Fingerfertigkeit und für den Kopf. Damit er anfängt, noch mehr zu überlegen, was kann man noch draus machen. Kreativität entwickeln. Ja, Angeln ist jetzt so. Habe ich jetzt auch auf meiner Liste. Haben auch einige gemacht. Aber ist jetzt nicht so aktuell. Ja, das war es zum Thema Hobbys. Man sollte es unterstützen, sofern es im Rahmen bleibt und keine negative Wirkung hat, wie ständig Konsole, was ja heute total modern ist. Eltern keine Zeit, keine Lust oder zu krank, Kind vor die Konsole oder vor dem Fernseher und dann ist das Kind ruhig und nee, sollte man nicht machen, man sollte sich mit dem Kind beschäftigen. Das ist der Mittelpunkt des Lebens in der Zeit, wo das Kind zu Hause ist. Ja, na dann wünsche ich einen wunderschönen Tag.